Mo. Und Julia. Kater. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. Oh, Julia, die Kette ist so hübsch. Ja, und die war super billig. Die habe ich von einem von diesen Flohmarktständen, von dem ich dir erzählt habe. Also ich finde die auch total toll. Ich selbst habe ja nicht so die Ahnung, was mir steht und was nicht. Und deswegen bin ich total froh, dass meine Mama sich darum kümmert. Hier, das Shirt zum Beispiel, das hat sie mir auch gekauft. Gefällt euch das? Wenn ihr wollt, dann kann ich euch sogar erzählen, wo sie es gefunden hat. Nein. Echt total süß. Aber wo das her ist, ist uns ehrlich gesagt egal. Oh, deine Ohrringe sind super toll, Kater. Ich weiß. Es war so eine Drei-Kaufen-Zwei-Zahlen-Aktion. Da konnte ich nicht anders. Was machst du mit dem dritten durch die Nase stecken? Und wer redet mit dir? Ihr quatscht echt den ganzen Tag über Klamotten und euer Aussehen und so. Langweilt ihr euch da nicht irgendwann mal gegenseitig? Also echt, wenn wir so aussehen würden wie du, dann wäre uns garantiert nach 3 Sekunden langweilig, wie du rumrennst. Du solltest dir dringend mal was Neues überlegen. Dein Look ist so obsolet. Okay, also Mädels, wir haben genug gehört, wir gehen wieder. Oh, Philipp, nein, dein Sweatshirt ist ja so süß. Oh, danke, Bo. Stell dir vor, den habe ich gestern beim Shopping entdeckt. Da hat man 5 bekommen, wenn man 7 bezahlt hat. Julia, hast du gerade obsolet gesagt? Ja, ich glaube schon. Ich dachte, das hört sich irgendwie gut an. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Haben die Mädels eigentlich kein anderes Thema außer Klamotten? Doch klar, Make-up, Parfüm, Schmuck, Frisuren. Also, mir sind solche Sachen ja total unwichtig. Ich guck bei einem Mädchen, ob sie nett ist und ein hübsches Lächeln hat. Ich meine, Äußerlichkeiten sind ja sowieso total unwichtig, oder? Finde ich auch. Ich meine, schau mich an, ich wasche mir nie die Haare. Ich ziehe an, was ich auch immer gerade auf meinem Zimmerboden finden kann. Und, habe ich vielleicht Probleme mit Mädchen? Nein. Das stimmt, du hast irgendwie ständig Probleme mit Mädchen. Aber das ist ja auch eine andere Sache. Na, vielen Dank. Drück's mir noch rein. Super. Hi, Jungs. Hey, Nico. Ist jemand gestorben oder bist du unter die Schornsteinfeger gegangen? Wieder noch. Dieser Look ist absolut oberstylisch. Wie der Sänger von dieser Band aus England. Richtig fett angesagt. Nicht so wie das da. Wie der schon wieder aussieht. Von wegen. Wenn ihr einer dämlich aussieht, dann bist du das ja. Ich lach mich scheckig. Ja, lach du nur. Nur weil dir noch nie jemand gesagt hat, dass du sowas von unstylisch drauf bist. Und irgendwie so obsolet. Hey, mach mal eine Nummer langsamer, okay? Wenn dein Style wirklich so cool ist, wie du behauptest, dann wären die Mädels doch schon längst hier, um ihn zu bewundern. Die sind doch schon abgehauen, bevor sie dich überhaupt gesehen haben. Ja, Mann, gib's ihm. Wow, Nico, wie siehst du denn aus? Irgendwie wie dieser Sänger, der mal mit diesem Model rumhängt. Gleich werden sie wetten. Super cooler Look, Wahnsinn. Das muss ich gleich den Mädels erzählen. Ach übrigens, heute Nachmittag bist du schon ausgebucht. Du gehst nämlich mit mir aus. Tja, Jungs, ich bin sowas von offiziell obercool. Ich muss aufpassen, dass ihr nicht einfriert, wenn ihr neben mir steht. Ihr könnt ja noch ein bisschen im Sandkasten spielen. Das ist Schenkenflipper. Ich verstehe dich auch so. Bist du soweit? Ja, und du? Ich trau mich nicht. Du zuerst. Ach Quatsch, wir machen das gemeinsam. Auf 3, okay? 1, 2... Moment, bei 3 oder nach 3? Oh, echt, der ist doch jetzt voll egal bei 3 eben. 1, 2, 3. Ich komme mir so albern vor. Und ich erst. Ich habe übrigens geweint, als ich mich von meiner Hose verabschiedet habe. Und? Ist sie dir zur Tür hinterhergekommen, hat zum Abschied gewunken? So dreckig wie die ist, steht ja auch schon von alleine. Ey, Alter, halt mal die Luft an. Ich kann für dich nur hoffen, dass sich das Theater auch lohnt. Wow, hey, ihr seht ja richtig stylisch aus. So cool. Kennen wir uns schon? Wer seid ihr denn? Mo bin ich und der da, das ist Flip. Nein, das glaube ich nicht. Na super, alles umsonst. Immer deine blöden Ideen. Was meine? Aber Flip, du siehst echt gut aus. Wir sehen uns dann später, ja? Ja, es hat geklappt. Meine Idee hat geklappt. Was deine? Und außerdem hast du doch vorhin gesagt, dass Aussehen keine Rolle spielt. Ja, was interessiert mich mein Gefasel von vorhin? Der Look ist alles. Der Look ist super wichtig. Er kann nichts dafür. Der ist nun mal so. Also, zuerst dachte ich ja, dass dieser Look ein wenig over the top ist. Aber dann habe ich gemerkt, dass er genau das ausdrückt, was ich ja in Wirklichkeit bin. Cool, selbstbewusst, geheimnisvoll. Was meinst du, Julia? Keine Ahnung, was Julia dazu meint. Oh, tut mir leid.
Ich hab dich gar nicht erkannt. Du siehst so anders aus. Ja, oder? Und weißt du was? Das hat mir gerade total gefallen, was du gesagt hast. Das hört sich an wie in so einem Film, den ich neulich gesehen habe. Da ging es doch um so einen Typ und er hatte total die Probleme mit seinen Leuten. Aber dann hat er gemerkt, dass es gar nicht um das Ganze drumherum geht, sondern einfach um den Charakter. Also was ich damit sagen will ist, ich bin ja eher so der introvertierte Typ. Also schüchtern und in mich gekehrt, aber... Flip? Flip? Wo bist du denn hin? Flip? Wir hatten uns doch gerade so schön unterhalten. Hey, du bist mir gleich aufgefallen. Weißt du was? Ich glaube, du bist was ganz Besonderes. Anders als die anderen hier. Vielleicht können wir mal zusammen ins Kino gehen. Was meinst du? Deine unerwartete Einladung erfüllt mich mit großer Freude und Heiterkeit, sodass meine Antwort gar nicht anders als positiv ausfallen kann. Oh nein, Ebi, vergiss es. Vergiss es einfach. Oh Mann. Mir scheint, sie hat unerfreulicherdings ihre hocherfreuliche Einladung zurückgenommen. Ach, dieser Modetrend hat durchaus sein Für und Wider. Jedoch erschließt sich mir der Nutzen noch nicht in seiner Gänze. Hi, du, weißt du was? Dein neuer Look steht dir echt super. Alle anderen sehen total gleich aus. Das ist so untrendy. Wollen wir vielleicht mal zusammen was essen? Gehen wir zwei? Das wäre doch total cool, oder? Sag mir einfach Bescheid, ja? Hey, wer war das denn? Die war ja drauf. Ich teile doch nicht mit jemandem mein Essen. Die kann schön alleine essen gehen. Hey Mo, das war eine total blöde Idee von dir. Ich hab dir gleich gesagt, dass das Schwachsinn ist. Ach, jetzt ist es wieder meine Idee. Ach Flip, ich find's echt total toll, wie konsequent du bist. Na, wenigstens fühle ich mich in meinen alten Klamotten wieder richtig wohl. Ach, und nicht erst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich war, als ich heimkam und da war meine alte Hose. So schön lasse ich dich nicht mehr allein. Ich sehe es richtig vor mir. Du bist nach Hause gekommen und ihr habt euch vor lauter Glückseligkeit umarmt. Deine Hose und du. Hey Jungs, wie findet ihr mich? Ist das nicht voll 80er mit dem Giro und so? Voll Ohrtonne, echt. Super cooler Look, Wahnsinn. Das muss ich gleich den Mädels erzählen. Übrigens, heute Nachmittag bist du schon ausgebucht. Du gehst nämlich mit mir aus. 80er Jahre, voll laut, hä? Hey Julia, mach doch mal die Augen auf. Der Typ sieht aus wie eine Vogelscheuche. Flip, du bist so obsolet. Mo, kann ich dir mal was fragen? Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Idee, was obsolet bedeutet. Nico, bist du mit? Dieser Look ist absolut Oberstyle. Ich fühle es. Oh Mann. Ich bin jetzt durchgekommen und hab aber... Ah.